Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Hinter der Maske Fotobuch von Sido. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Fotobuchinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Fotobuch findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hinter der Maske von Sido, das Ganze am 7.12.2018 erschienen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Jawohl. So. Relativ unübliches Format, denn dieses Album gibt es als CD, klar. Aber nicht als Box in der zweiten Variante, sondern als Fotobuch. Und dieses ist echt massig. Also, ich habe es vorhin rein aus Neugier mal abgewogen. Das Ding wiegt um die 2,2 Kilogramm. Das ist echt eine Menge. Wir haben hier am Cover einmal die Maske, die er ja lange Zeit getragen hat. Dann lesen wir hier Sido, also sein Autogramm, seine Unterschrift. Und darunter dann hinter der Maske in so einer roten Glanzoptik und dann fotografiert von Murat Aslan. Also das ist der Typ, der für diesen Fotoband, für dieses Fotobuch hier verantwortlich ist. Dann haben wir hier auf der Seite auch nochmal Sido stehen, hinter der Maske fotografiert von Murat Aslan. Und auf der Rückseite haben wir dann einen Herren hier im Kapuzenpullover mit Berlin Neckprint und darunter dann Credits und Barcode. Gut, warum dieses Fotobuch oder worum geht es hier eigentlich? Also, Sido hat sein neues Album Kronjuwelen rausgebracht und das ist mehr oder weniger so ein Best-of, so eine Compilation der letzten vier Studioalben. Also die größten Hits dieser letzten vier Studienalben sind auf diesem Album, auf dieser Compilation Hinter der Maske zusammengefasst. Und dann gibt es noch eine zweite CD, auf der befinden sich dann die diversen Gastparts, also wo Features oder wo irgendwelche Sachen entstanden sind auf fremden Alben, wo Sido eben Gast war, die sind dann auf der zweiten CD. Gut, ich würde sagen, wir schauen mal hinein, machen das Ganze mal auf. Wir haben hier mal eine rote Doppelseite und dann hat hier Sido auch wieder mit weißem Stift unterschrieben. Dann haben wir hier eine Aufnahme eines kleinen Jungen mit goldener Sido-Maske. Ich gehe mal stark davon aus, dass dies nicht Sido ist, sondern irgendein anderer kleiner Junge, dem man dann hier diese goldene Maske aufgesetzt hat. Danke, dass ihr immer für mich da seid, kann man hier lesen. Ich werde das Ganze mal versuchen anzuheben, auch wenn es relativ schwer ist. Und auf der linken Seite haben wir noch einen Hinweis. Und zwar haben wir hier, die Bilder wurden ausschließlich analog fotografiert. Gut, dann haben wir hier auch nochmal den Titel und hier geht's dann los. Also ich werde euch natürlich jetzt nicht jede einzelne Seite im Detail zeigen können, allerdings glaube ich, wäre es schon wichtig, wenn wir uns kurz diese Widmung hier durchlesen, auch wenn es mir schwerfällt, das Buch hier in entsprechender Höhe zu positionieren und es echt mir langsam der Arm abfällt, aber ich werde euch das Ganze mal kurz vorlesen und zwar lesen wir hier. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ich weiß nur, dass es sehr lange her ist. Bestimmt 15 Jahre. Damals war ich noch in einer Band, die Sekte hieß. Wir waren mal wieder in irgendeinem Jugendclub gebucht. Bushido und Flair waren auch dabei. Ich glaube, das war in Mönchengladbach oder so. Jedenfalls haben wir ein bisschen Basketball auf irgendeinem Schulgelände im Ort gespielt, um uns die Zeit zu vertreiben. Da ist er mir das erste Mal aufgefallen. Ein pummeliger, unbeholfener Typ mit einer Kamera und einer Lampe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich mich daran erinnern kann, weil wirklich nichts Besonderes passiert ist. Er hat ein paar Fotos gemacht, nicht mal besonders gute, aber irgendwas an ihm fand ich außergewöhnlich. Heute weiß ich, was das ist. Murat ist ein sehr spezieller Mensch, klingt komisch, ich weiß. Deshalb hier mal ein paar Anekdoten, die es besser beschreiben. Wir waren mal zusammen in Amsterdam und da hat er mich mit Pilzen gefüttert. Also so komische Pilze. Und wenn ich sage gefüttert, dann meine ich, er hat sie mir einfach in den Mund gepresst. Er ist auch des Öfteren mit uns auf Tour und wir haben ein mobiles Casino dabei, in Klammer zwei Würfel. Wenn keiner mehr Geld hat, um gegen ihn zu spielen, fängt er an, Geld zu verleihen, damit das Spiel bloß nicht aufhört. So ist er. Er ist aber auch ein unfassbar loyaler Freund. Hoppala.
So. Er ist aber auch ein unfassbar, wo haben wir es, loyaler Freund und mir deshalb so wichtig. Ich glaube, dieses Buch würde es nicht geben ohne ihn. Ich sage es mal so, wie es ist. Ich hasse Fotos machen. Nervt mich einfach. Aber er darf. Ich weiß nicht, ob ich ihm das schon mal so gesagt habe, aber ich glaube, er würde es auch ohne Erlaubnis einfach tun. So ist er. Aber das ist es, was unsere Freundschaft ausmacht. Deswegen sind die Fotos in diesem Buch auch so nah und ehrlich. Ich bin sehr stolz auf dich, Bruder. Danke für dieses Meisterwerk. Okay, also so viel zum Vorwort, zu dieser Einleitung. Hier haben wir dann eben den Mann hier mit der Yankees-Kappe. Das ist Murat Aslan. Und dann haben wir hier eben jede Menge Fotos aus längst vergangenen Zeiten. Also hier, wir sehen schon Agro-Ansage Nummer 1 Tour. Uralte Fotos. Also Sido, hier dann noch die Urformation von Agro Berlin mit Flair, mit Beatheit, mit Bushido. Hier sind echt jede Menge Sachen dabei. Unfassbar viel Text, wie ihr sehen könnt. Und man kann hier natürlich dann wunderbar in Erinnerungen schwelgen. Das ist, glaube ich, aus dem Film entstanden damals, Drei halbe Brüder, oder wie der geheißen hat. Hier mit Teddy und, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ja, ganz egal, ihr wisst, wer das ist, der Schauspieler. Dann haben wir hier Setaufnahmen, Studioaufnahmen, also hier wirklich jede Menge zu sehen. Schwarz-Weiß, Farbe, alles Mögliche mit dabei. Und natürlich auch dann immer diverse Texte. Also es wird sicher Stunden und Tage dauern, um das Ganze hier entsprechend durchzuarbeiten. Aber was ich euch nicht vorenthalten möchte, ist hier die letzte Seite. Die ist mir besonders wichtig. Warum? Wir haben hier einerseits mal die Tracklist der beiden CDs aufgelistet. Also, wir haben hier, wie gesagt, CD1 mit 20 Tracks. Das sind so die größten Sido-Hits der letzten Alben. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs sehen. Jawohl. Und was man auch dazu sagen muss, zwei Tracks, bisher unveröffentlicht, haben es auch hier mit reingeschafft. Und zwar ist das einmal hier, Track Nummer 1. Moment, es ist gar nicht so einfach, das hier entsprechend zu positionieren. So, wir haben hier einmal Track Nummer 1, 1000 Tattoos. Und Track Nummer 2, 4 Uhr nachts. Mit Kool Savas und Haftbefehl. Diese beiden Tracks sind wirklich komplett neu. Die restlichen 18 Tracks dieses Albums hier sind bekannt aus den diversen Alben von Sido. Und auf CD Nummer 2 haben wir noch 18 Tracks. Das, wie gesagt, allesamt Gastparts. Bedeutet, hier ist Sido auf irgendwelchen anderen Alben erschienen. Wir haben hier unter anderem Leute dabei. Capital Bra, Echo Fresh, Basta, Shadow, Oleg Sesh, Genetik und so weiter und so weiter. Also echt hochkarätige Menschen, dann darunter die Credits und dann die beiden Alben, die beiden CDs. Wir haben hier einmal CD Nummer 1, so sieht das aus, rundherum in dieser klassischen CD-Optik und in der Mitte dann mit diversen Fotos beschriftet oder bedruckt, Sido-Schriftzug, Kronjuwelen CD 1 lesen wir hier, so sieht das aus. Das Ganze hier in so einer klassischen Halterung, wie man es von diesen Earbooks kennt. Und dann haben wir noch eine zweite CD. Ups. Wie gesagt, auf dieser befinden sich die Gastparts, wo Sido als Feature in Erscheinung getreten ist. So sieht das aus. Und die letzte Seite, man kann das hier sehen, auch nochmal mit Karton verstärkt. Bedeutet, diese Seite ist hier wirklich massiv. Wir haben hier dann diverse Polaroids noch hier zusammengestellt, die hier die beiden CDs enthalten. Also, ohne Ende Fotos, wie gesagt, ohne Ende Texte, Anekdoten, um in Erinnerungen zu schwelgen. Und die letzten, ja, ungefähr 10 Jahre von Sidos Schaffen, oder was heißt 10 Jahre, fast schon 20 Jahre Sidos Schaffen hier mitzuverfolgen. Gut! Das war es auch schon mit dem Inhalt. All das in diesem wunderbaren Fotobuch Hinter der Maske von Sido. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. diesem Fotobuch? Schreibt es in die Kommentare
Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sido unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.